Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video und nach Ewigkeiten auch mal wieder einer neuen Folge von Learning Arrow. Das ist jetzt so lange her, dass ich glaube ich mit dem Account noch nicht mal mehr auf der Rangliste zu finden bin, genau. Wir haben aber bei knapp 1000 Elo aufgehört, haben auch schon eine Partie im Bereich absolviert und jetzt wird es mit den gleichen Parametern sozusagen weitergehen. Das heißt, eine Basic Build Order, die auch wirklich bis zur Ritterzeit geht, befolgen, dabei aber trotzdem den Basics treu bleiben, die wir in den vorherigen Teilen so fleißig absolviert haben. Und natürlich auch schön immer die Produktion der Armee vor allem fokussieren. Das heißt, das gucken wir uns jetzt mal an, wie das auf der nächsten Karte, welche auch immer es sein wird, aussehen wird. Und wir haben Arena bekommen. Da hatte ich das letzte Mal, als wir Arena gespielt haben, mal in den Raum geworfen zumindest, dass man ja auch einfach mal eine präventive, defensive Burg zu Hause bauen könnte, die wirklich diese offensiven Burg-Push komplett im Keim ersticken würde. Das kann ich einfach mal beispielsweise machen. Das mache ich jetzt einfach mal diese Runde. Grundsätzlich habe ich ja eigentlich gesagt, man sollte sich am besten immer so an eine Build-Order pro Map-Typ irgendwie mehr oder weniger halten. Und für so geschlossenen Karten wie Arena habe ich da natürlich den wirtschaftlichen Boom immer vorgesehen. Aber wir können das einfach mal für die Spieler, die das einfach gerne als zusätzliche Sicherheit vielleicht haben möchten, mal machen, diese Runde. Gucken wir einfach mal. Die Byzantiner sind dafür eigentlich nicht unbedingt prädestiniert. Aber gucken wir mal. Gegen die Wikinger ist es tatsächlich sogar ziemlich gut. Weil die Kataphrakten, die Spezialeinheit der Byzantiner, sehr, sehr stark gegen Infanterie ist. Und das ist eigentlich eine der großen Stärken der Wikinger. Von daher lohnt sich das wahrscheinlich auch. Also was werden wir jetzt machen? Wir spielen im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Build Order, wie wir das gewohnt sind, wenn man auch direkt 3 CCs eben spielen möchte, 3 Dorfzentren spielen möchte. Und das Einzige, was ich jetzt groß anders machen werde, ist, dass ich eben auch auf Stein gehe. Ich spiele jetzt hier nicht unbedingt die, sag ich mal, kompetitivste Build-Order jetzt vielleicht, um es nicht zu schwierig und zu weit weg von der, sag ich mal, gewohnten Build-Order zu machen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich spiele die gleiche Build-Order wie auch beim Boom, nur dass ich oder eben am Ende auf Stein packe, um das Ganze halt ein bisschen später mache. Ich mache jetzt mal 28 Populationen draus. Ich glaube, das Build-Order-Video, das ich zu dieser Strategie auf dieser Karte gemacht habe, ist tatsächlich sogar mit 26 oder 25 Populationen. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, welche Version ich da gezeigt habe. Die setzt aber voraus, dass man auf jeden Fall die Rehe mit einem mit dem Scout in das Dorfzentrum drückt. Das müssen wir noch nicht können auf dieser Elo. Von daher mache ich das jetzt auch noch nicht. Oder geht das schon fleißig von mir am Scouten? Das heißt, ich halte das ein bisschen einfacher. Ich halte mich erstmal an dieselbe Build-Order, wie wir sie immer spielen, und packe am Ende einfach noch 2 Dorfwohner mehr auf Stein. Das ist dann auch schon alles. Und das Einzige, was wir jetzt hier eben machen, dass wir am Anfang der Ritterzeit erstmal unsere Burg bauen. Damit sind wir dann erstmal sicher, auch wenn der Gegner seine eigene Burg bauen möchte. Und dann, ich stelle das Scout jetzt hier mal ein bisschen rum. Und dann fahren wir trotzdem mit dem gleichen Plan fort, dass wir halt erstmal unsere Wirtschaft fokussieren. Interessant, dass der Gegner sich zuerst bei uns umgeschaut hat. Damit, also, das hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Also, wenn der Gegner sehr offensiv spielt, und jetzt kommt ein Netz, okay, er lähmt uns, also er klaut uns ein Wildschwein hier quasi. Sollte man machen. Häuser bauen, nicht vergessen. Wildschwein anlocken, nicht vergessen, wo ist denn das zweite eigentlich? Gar nicht. Jetzt gerade doch nochmal hier rein bemühen. Ach, da unten ist es ja. So. Ist nicht so schlimm, also er tötet jetzt halt hier das Wildschwein, da liegt es hier ein bisschen rottet rum. Müssen wir uns ein bisschen anpassen, ist aber auch nicht schlimm. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Noch ein paar Häuschen hier bauen. Ganz so wie vorher können wir dann die Bildorder natürlich nicht spielen, da wir jetzt einen Wildschwein weniger haben natürlich. Jetzt habe ich einen Mistkrieg drin gehabt. Das geht jetzt natürlich dann nicht mehr ganz so gut. Aber wir können mal so ein, zwei Dorfbrunnen vielleicht da hinschicken, um das dann auf die Distanz einfach abzufarmen. Also, dass wir es komplett verlieren, wäre dann auch zu schade. So, was wollte ich sagen? Genau, also, Vor- und Nachteile davon, was wir jetzt hier machen, alternativ zu dem, was wir vorher gemacht haben. Also, dass wir der Plan, den ich vorher mal verfolgt habe, mit dem wirtschaftlichen Bonus, Fokus, der zielt natürlich darauf ab, dass wir einfach möglichst effizient unsere Wirtschaft schnell aufbauen, um dann im Late Game mit unserer voll ausgebauten Wirtschaft zuschlagen zu können. Gehen das hier im Übrigen. Das können wir jetzt mit dem Ansatz hier nicht ganz so gut machen, weil wir natürlich ein bisschen später erst in der Ritterzeit sind und unser ganzes Stein dafür auch brauchen werden, eine Burg zu bauen. Wir können dann natürlich weiterhin noch, da wir schon beim Steinesammeln sind, dann auch weiter sammeln, um ja trotzdem
alles möglichst unsere zwei Dorfzentren zu bauen. Also dass wir verzichten nicht komplett darauf, aber wir zögern das Ganze halt ein bisschen. Dafür haben wir aber eben die Sicherheit, dass der Gegner uns egal in welchem Angriff halt nicht so stark treffen kann. Wir bauen die auf jeden Fall mal so hier in die Gegend, da haben wir unsere beiden Goldspots. Da wäre es auch gefährlich, wenn der Gegner seine Burg bauen würde. Deswegen haben wir so ein bisschen den Trade-off. Ich mach das erstmal so. Wir schnappen uns dieses Wildschwein hier einfach auf die Distanz. Ist dann natürlich nicht so effizient, das hat der Gegner jetzt damit eben provoziert. Aber wir ist ja auch nichts zu kompliziertes aus der ganzen Sache machen, deshalb lasst ihr das jetzt mal dabei. Und die Rehe, wo ist denn eigentlich? Da war noch ein Rehe eigentlich. Ja, das schnappen wir uns auch mal so. Aber auf Holz gehen. Wir wollen nicht zu sehr von der Bildorder abweichen, damit es für euch nicht zu verwirrend wird. Also von dem abweichen, was wir jetzt gemacht haben. Da war doch ein drittes Reh unterwegs. Komplett bescheuert. Ich sehe es jetzt tatsächlich nicht. Vielleicht ist es hier hintergelaufen oder hier in die Ecke, aber es wird schon wieder auftauchen, wenn es noch da ist. Also da ist der Gegner, der hat einfach gesehen, dass hier das Wildschwein ist, hat es dann halt mit seinem Dorfbewohner hier getötet. Dadurch ist einiges verrottet, dadurch haben wir durch diese langen Laufwege natürlich auch deutlich ineffizienter jetzt hier das Ganze gesammelt. Aber alles nicht so tragisch. So, der Scout soll in Bewegung bleiben. Wir jagen den mal mit Wegpunkten über die Karte. Geht natürlich dadurch auch die Arbeitskraft seines Dorfbewohners, der hier komplett über die Karte gelaufen ist, so lange nicht nutzen können. Das heißt, er hat auch ein bisschen was verloren dabei. So, wir nehmen mal Gold jetzt auch. Den mitschicken, um abzuarbeiten und schon mal wieder zu bauen. Dann machen wir das doch mal so. So, wir haben jetzt mal 28 Dorfbewohner hier insgesamt und schicken einfach die letzten dann auf Stein. Unser Stein ist hier hinten auch super sicher. Ich war doch mal gespürt. Ich guck jetzt mal kurz in die Ecke, ob hier irgendwie das Reh in die Hand. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Ich mal meinen Scout hier hin und guck, ob das irgendwo. Kann das denn sein? Also, große Verwirrung hier. Oh. Einfach irgendwo im Nuance-Land die Kuh schlachten hier. Wir haben noch einen Dorfbewohner, dann gehen wir in die nächste Zeit. Ich werde das später natürlich in der Analyse uns nochmal genauer anschauen, wie hier die Auswirkungen von der Aktion von Gegner waren. Ich würde das auf keinem Niveau wirklich empfehlen, das zu machen, solche Aktionen. Ich glaube, das ist gerade, also außer ihr wisst halt wirklich ganz genau, was ihr tut. Ah, hier ist es ja schon. Okay, ich weiß aber nicht, warum es nicht mehr wegläuft, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt schade, deshalb schubse ich das ein bisschen gegen jetzt. Auch wenn wir normal Re-Unlock natürlich noch nicht im Programm haben. Ich will das jetzt einfach mal. Okay. Es geht jetzt wenigstens zurück. Gut, das hat jetzt gereicht. Um es einmal aufzuscheuchen, das gereicht. Ich gebe denen schon mal den Auftrag, dass sie dann nach Felder bauen sollen. Komisch, dass das hier hinten hängen geblieben ist und nicht zurückgelaufen ist hier in diesem Bereich. Interessant. Ich mache zwei Dorfbewohner in die Schleife, die packe ich dann auch auf Stein. Ich kann hier schon mal ein bisschen umsortieren, damit das ein bisschen drüber läuft hier so. Wunderbar. Ansonsten machen wir aber auch erstmal wieder, wie gesagt, alles gleich. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich einen Marktplatz und eine Schmiede. Dann gehen wir in die Ritterzeit. Wir machen währenddessen zwei Dorfbewohner. Die packen wir, wie gesagt, auch auf Stein. Dann haben wir genug, um hier genug zu sammeln, um dann eben unsere Burg zu bauen. Der Gegner ist jetzt in der Feudalzeit. Und, ach, was hat er denn hier gemacht? Hier Stein gegönnt, interessant. Vielleicht möchte er tatsächlich eine Burg bauen. Dann wäre das ja vielleicht sogar eine sehr gute ein gutes Anwendungsbeispiel heute. Der Dorfbewohner ist hängen geblieben. Fertig, die können nach Holz erstmal gehen, dann sortieren wir sie gleich um. Aber ihr seht auch von den Ressourcen, passt es ja auf jeden Fall. Auch wenn wir das Wildschwein verloren haben, wir haben uns alle Rehe auch auf die Distanz gegönnt. Also man muss es nicht mit Anlocken machen. Wir hätten auch eine Mühle hinbauen können. Das ist jetzt bei der Distanz aber, glaube ich, nicht so notwendig gewesen auf jeden Fall. Lassen wir hier die Bärensammler alle abliefern. Und jetzt können wir auch in die nächste Zeit gehen. Wunderbar. Dann lasse ich mal hier noch ein Häuschen bauen. Wir bauen die auch mal so ein bisschen als zusätzliche Mauer. Ne? Das ist also, wenn der Gegner hier irgendwo eindringt, dass wir hier noch weitere Gebäude haben, die uns ein bisschen abschirmen. Dann schicke ich mal noch jeweils einen Dorfbewohner auf Holz.
dann hole ich mir das Feld-Upgrade und baue hier nochmal ein weiteres Feld. Aber als nächstes hole ich mir das Holz-Upgrade, also alles weitere ganz wie gewohnt. Währenddessen kann ich mich jetzt mal auf den Scout ein bisschen konzentrieren, schauen, ob ich an seiner Mauer irgendwas erwische, irgendwas sehen kann. Also wir müssen hier vor, also das kann natürlich ein Indiz sein, dass er hier eine Burg bauen möchte. Ansonsten halte ich das für insgesamt eher schwach, was er hier gemacht hat. Das werden wir in der Analyse deutlicher sehen, was ihm das genau gebracht hat hier. Falls Upgrade nicht vergessen. Und ihr seht, oh, der soll, na gut, bauen wir mit dem noch ein Feld. Ihr seht meinen Stein. Wir brauchen 650, um die Burg zu bauen. Das wird auf jeden Fall ungefähr hinhauen. Ich bin an seiner Mauer leider nicht so viel sehen. Hier hat er sehr viele Häuser direkt hier hingestellt. Mehr sehen wir erstmal nicht hier, okay. Packen wir weitere Dorf noch in die Schleife. Und ihr seht, es ist immer noch eine relativ gute Ritterzeit. Auch wir sind wir ungefähr 16 Minuten, werden wir in der Ritterzeit ankommen. Und dann sind wir auch immer noch relativ safe. Also wenn das für euch, wenn ihr wirklich oft Probleme damit habt, dass ihr von aggressiven Burgen oder sonstigen Quatschstrategien, na gut, eigentlich keine Quatschstrategie, aber aggressiven Strategien behelligt werdet auf dieser Karte und ihr damit Probleme habt, dann ist das vielleicht die Lösung, die ihr braucht. Und deshalb wollte ich es auf jeden Fall auch mal vormachen. Es ist sehr, sehr vorsichtig gespielt natürlich. Aber vielleicht ist das notwendig. Lass es euch mal selbst überlegen. Also ich baue jetzt mal hier die Burg mit ein paar Dorfbewohnern. Die können danach dann alle auch wieder zur Arbeit. Dann mache ich mal das Holz-Upgrade. Der Kollege ist hängen geblieben hier irgendwo. Und das Feld-Upgrade auch. Können danach hier hin. Die sind auch gleich fertig. Und weil ich hier 100 Stein zusammen habe, kann ich mir auch das nächste Dorfzentrum bauen. Ich würde hier hinten mal ein bisschen die Mauer abreißen. Damit ich auch Platz habe gleich. Eigentlich können wir das direkt diese Dorfwohnung jetzt gleich machen. Wir haben jetzt fast da schon rein. So, dann bauen wir einfach nochmal hier so ein Dorfzentrum mit denen. Ja. Und wenn wir wieder 100 haben, dann können wir hier in der Nähe auch nochmal eins bauen. Und hier oben sind wir super sicher. Wir haben uns hier und mit und da mit den. Das können wir auch nochmal noch krasser machen eigentlich. Ich glaube, er macht sogar. Ich laufe mal vorbei mit meinem Scout und schauen wir das an. Hier haben wir ein bisschen noch den Vorteil, dass wir natürlich Byzantiner sind. Dadurch haben unsere Gebäude automatisch mehr Sichtweite. Also wir kriegen unsere Gebäude, die uns Sichtweite bringen, umsonst. Und hier kann er nicht wirklich durch. Jetzt wird er sehen, dass er hier eine Burg gegen sich hat. Dann. Na, also wir haben uns hier ein bisschen abgeschirmt. Wir haben uns hier ein bisschen ein bisschen präventiv gemauert. So wirklich schön ist das hier hinten ehrlich gesagt nicht, aber wir machen es einfach mal. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Felder. Baut auch eine Burg, aber. Also, es ist ein super Beispiel eigentlich jetzt hier. Könnt hier noch weitere, obwohl die wieder abschießen. An der Burg. Also, wir müssen jetzt wirklich überhaupt keine Sorgen haben, ne? Wir haben unsere defensive Burg. Damit kann er uns jetzt erstmal wirklich gar nichts anhaben. Währenddessen gedeiht unsere Wirtschaft. Er hat auch Speerträger noch dazu gemacht. Ich habe jetzt den Scout hier einquartiert, damit er sich ein bisschen heilt. Und der weitere Vorteil, den wir jetzt natürlich weiterhin genießen, ist, dass wir sowieso schon auf Stein sind. Das heißt, wir könnten ja auch potenziell noch gegen reparieren. Ich habe jetzt mal zwei draufgelassen. Ist natürlich nicht, was er jetzt wirtschaftlich dahinter macht. Ich kann mal, also den Scout, den schicke ich mal heraus. Lass den einmal hier so langlaufen, vielleicht sehen wir, was er dann macht. Aber erstmal müssen wir uns hier nicht groß Sorgen machen. Falls wir jetzt irgendwie bestürzt sind, mal gucken, was er jetzt noch macht. Na gut, das ist mal ein komisches Parfing. Falls wir uns irgendwie Sorgen machen, dass da noch Militär jetzt notwendig wird, kann ich auch schon mal ein paar auf Gold schicken. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aber ich mache es einfach mal. Ich will einfach vor allem Optionen jetzt hier gerade mal zeigen. Bald will ich auch mal Zucker holen. Er sollte auf jeden Fall eigentlich dieses Haus hier löschen. Ihr seht, dieses Parfing ist. Ah, jetzt macht das auch. Ganz schlimm. Es kommt. Kann sein, dass das hier Petarden sind, oder? Vielleicht auch seine Spezialeinheit. Schauen wir mal. Können wir ein, zwei Kataphrakten schon mal machen. Wie gesagt, die killen alles, was Infanterie ist. Also wenn er jetzt hier mit seiner Spezialeinheit ankommt, die eine Infanterieeinheit ist, dann wird das uns auf jeden Fall zum Vorteil gereichen. Und
Da habe ich auch irgendwas gesehen. Da ist hier auch noch auf Stein, also es scheinen noch mehr Burgen irgendwie im Petto zu sein bei ihm. Jetzt sehen wir hier noch. Interessant. Ah, wir können, also wenn er ein bisschen Militär macht und hier durchbrechen will, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir selber auch noch ein bisschen Militär haben. Mache ich jetzt also nochmal. Können wir präventiv auch anfangen, wieder mehr Häuser zu bauen. Also wir brauchen sie noch nicht, aber wir könnten sie bald gebrauchen. Meine Burg wird im Übrigen länger durchhalten als seine, weil ich ja Byzantiner bin. Meine Gebäude haben mehr Lebenspunkte grundsätzlich. Jetzt müsste ich mir bald die Schubkarre leisten können eigentlich. Okay. Jetzt sind wir mit Petan hier durchgegangen. Will nicht drauf gehen, ehrlich gesagt. Wenn die hier einfach mal hier runterschicken. Mit der Burg im Rücken, das gar kein Problem werden hier. Vergessen währenddessen weiter hier unsere Wirtschaft zu passieren natürlich. Wenn sowas passiert, können wir auch einen Turm daneben stellen. Aber er hat es sowieso nicht geschafft, das hier abzumachen. Ich erkläre das gleich nochmal in Ruhe. Aber damit haben wir jetzt seinen Angriff abgewehrt. Wir können jetzt mal wieder weiter Felder bauen. Wir können wieder an die Arbeit. Brauchen wir auf Gold. Wir haben jetzt noch keine neuen auf Gold geschickt, die uns hier in Bereitzeit helfen würden. Also das Spiel ist auf jeden Fall schon vorbei. Wir müssen jetzt eigentlich nicht uns noch groß auf die strategisch den Kopf zermartern. Aber es soll natürlich auch sauber zu Ende gespielt werden, ne? So ist es nicht. Jetzt müssen wir eigentlich nur mal in die Bereitzeit klicken, dann können wir gleich Triburgen bauen und uns damit gegen seine Burg auch zur Wehr setzen. Das mit dem Turm hier, das erkläre ich gleich in der Analyse, glaube ich, nochmal besser in Ruhe. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten zu schnell gegangen. Mit den Byzantinern könnte ich jetzt schon einfach in die Bereitzeit klicken, weil die Bereitzeit günstiger bekommen. Die kostet bei denen 667 Nahrung und 36 Gold. Ich tue jetzt aber mal so, als wäre es ein normales Volk. Da könnte ich aber trotzdem mit dem Markt helfen. Ich bräuchte dann 800 Gold und 1000 Nahrung. Dann könnte ich es jetzt auch machen. Wunderbar. So. Bleiben wir bei unseren Kataphrakten. Gönnen uns da die entsprechenden Upgrades. Bräuchten wir auf jeden Fall noch eine Kaserne, damit wir uns auch einen Stall bauen können und dann da die entsprechenden Upgrades machen können. Wir hören aber nicht auf, weiter Dorfbrunnen auszubilden und wir können auch wieder mehr auf Stein gehen. Wenn wir sowieso noch weitere Burgen für unsere Spezialeinheit brauchen, dann ist es natürlich auch super, wenn wir einfach mehr Stein einsammeln. Wir können uns auch das Stein-Upgrade holen, wir können uns dort die Schubkarre holen. Kann ich auch einquartieren, dann heilen die auch noch mal ein bisschen. Und währenddessen alle unsere Upgrades. Könnten wir noch machen, wir könnten uns ein paar Reliquien einsammeln. Aber wir bauen hier fleißig Häuser, aber dann machen wir hier noch weitere. Wie gesagt, Stall für weitere Upgrades. Mal weiter schön Dorfbewohner ausbilden. Ja, noch mal ein bisschen effizienter das Ganze gestalten. Auch. Dass die Ressourcen es erlauben. Mein Scout, keine Ahnung, was ich mit dem ursprünglich gemacht hatte. Ich kann den nochmal so ein bisschen durch die Gegend schicken und gucken, was hier so abgeht. Reliquien einsammeln. Fakten ausbilden. Upgrades machen. Das könnten wir jetzt mittlerweile auch mal anschalten. Wir haben genug Holzproduktion erst schon in der Dreierzeit. Das heißt, er wird jetzt mit seiner Tribok-Produktion eher anfangen können als wir. Aber wir haben, wie gesagt, die stärkeren Gebäude. Weil das gebaut hat, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, ist aber nicht so tragisch. Wir doch mal, also wir haben jetzt hier nur noch das Stein und das andere Stein blockiert er uns ja. Deshalb kann ich mir auch nach hier oben gehen und mir das Stein noch gönnen.
Eine weitere Burg reicht auch gleich, dann kann ich... Ich mach erstmal jetzt Triborg, ist ganz wichtig. Gegen reparieren ist wichtig. Er fängt jetzt haben mit seinem Triborg, ich mache das jetzt aber so. Ich will mir erstmal das weitere Defensiv-Upgrade, dann kann ich gleich mit meinen Kataphrakten rauslaufen und die Triborge von ihm killen. Wenn die Defensiv-Upgrades haben, dann überleben die auch gegen das Feuer der Burg. Also hier kein Stress. Noch ein... Ich kann hier hochlaufen, die können das Gold hier schnappen. Wir hören aber nicht auf, Dorfwohner zu produzieren, ne? Ich kann auch das alte Offensiv-Upgrade mit reinschmeißen. Möchte er anscheinend jetzt mit seinen Dudes gegenhalten, dann schicke ich halt meine Dudes vor. Die werden hier komplett shredden, wie ihr sehen werdet. Also gegen Infanterie sind Kataphrakte wirklich ganz, ganz hervorragend. Aber gibt's schon auf, alles klar. Ja, also das war eigentlich ein hervorragendes Beispiel für all das, was ich zeigen wollte. Ich bin mal gespannt, was seine Wirtschaft sagt. Oh, er hat tatsächlich gar keine gemacht. Auch interessant. Sehr interessant sogar. Kann sein, dass das recht repräsentativ ist für diese Elo, aber ich schauen wir mal erstmal, mit welcher Art Spieler es wir zu tun hatten. So, das war so rum. Okay, das ist ein sehr erfahrener Spieler. Er hat diese Strategie wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal gespielt. Gucken wir ganz kurz auf die Zeiten hier, die wir erreicht haben. Also trotz dieser Ablenkung, sage ich mal, also dass ich noch zwei Dorfwohner mehr gemacht habe oder dass ich mich noch bis auf Stein eben fokussiert habe, noch eine relativ annehmbare Zeit hier erreicht. Gegner hat nicht viel Wirtschaft gemacht, war aber auch natürlich seiner Strategie irgendwo geschuldet. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also ich glaube, ein paar Sachen könnten im Spielverlauf zu kompliziert oder nicht ganz schnell nachvollziehbar gewesen sein, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, so von der Grundidee und von der Spielgeschwindigkeit habe ich wieder eigentlich geschafft, auf dem entsprechenden Niveau zu bleiben hier. Ich überlege jetzt gerade, also was wäre jetzt in dieser Situation noch das Worst-Case-Szenario gewesen? Das Worst-Case-Szenario ist, wir verlieren diese Burg natürlich. Er hat früher angefangen mit seinen Triburgen. Sagen wir mal, wir hätten diese Steine hier oben jetzt noch nicht angefangen oder wir hätten einfach grundsätzlich nicht mehr genug Stein. Was wäre dann unsere Alternative gewesen? Dann müssten wir natürlich noch eine andere Einheit setzen. Dann hätten wir jetzt nicht die Option, weiter mit den Kataphrakten zu machen. Dann könnten wir zum Beispiel auf Arbalest-Schützen wechseln. Das würde aber auch ein bisschen mehr Technologien erfordern natürlich. Das heißt, das wäre halt das Worst-Case-Szenario. Deshalb müssten wir uns, ist das hier so der Punkt, auf den wir uns fokussieren müssen. Burg gegen reparieren, gerade im Kampf Burg gegen Burg, Triborg gegen Triborg, ist reparieren ganz, ganz wichtig. Und dann auf den opportunen Moment eben warten. Und das wäre bei mir eben gewesen, entsprechende Upgrades auf meinen Kataphrakten zu haben. Das Elite-Upgrade kann ich mir nicht holen, weil die Burg Triborg ausbilden muss. Natürlich hätte ich mir währenddessen auch schon mal die zweite Burg hier irgendwo gönnen können. Eigentlich hier hatte ich das jetzt ungefähr vorgehabt vielleicht. Und dann vielleicht halt schauen, wenn ich mein Upgrades habe, dass ich mal reinlaufe, versuche die einfach nur die Triboken zu killen und dann wieder wegzulaufen. Das wären so die Überlegungen, die strategischen Überlegungen, die jetzt noch ausstehen würden in diesem Moment. So, dann muss ich einmal kurz checken, ob ich das hier richtig eingestellt habe, dass Capture Age jetzt automatisch aufgenommen wird. Ah, wunderbar, da sind wir tatsächlich in Capture Age. Sein soll. So, also, konzentrieren wir uns doch einfach erstmal auf das, was unser Gegner gemacht hat. Und das Ganze ein kleines bisschen. Ja. Ich glaube, die Grundüberlegung habe ich jetzt trotz der widrigen Umstände, also dass ich mich ab und zu unterbrechen musste, selber recht gut darlegen können. Der Nachteil dieses Ansatzes gegenüber dem, den ich davor auf diese Art Karten verfolgt habe, ist, dass man eben seine Wirtschaft erst später fokussieren kann, weil man eben Arbeitskraft in Stein investiert und das Stein auch erstmal ausgibt, um die Burg zu bauen. Andererseits eben aber auch der Vorteil der zusätzlichen Sicherheit. Und man kann die Dorfzentren ja trotzdem noch bauen. Das ist, wenn ihr diese Strategie sauber spielt und gegen jemanden spielt, der unsauber boomt, also unsauber auf diese zusätzlichen Dorfzentren direkt geht, seid ihr trotzdem im Vorteil natürlich. Ihr müsst das halt für euch selber abwiegen. Also man kann das so als Vorschlag nehmen, grundsätzlich einfach auf der Karte immer die defensive Burg zu bauen, damit ihr wirklich immer sicher seid, weil das eigentlich die einfachste Art ist, sich gegen diese Art Angriff, die wir jetzt hier erlebt haben, zu wehren. So bevor wir jetzt hier das analysieren, muss ich mal einmal kurz anhalten. Müsst ihr halt selber abschätzen, ob das jetzt für euch eine sinnvolle Alternative zum normalen Boom ist, als normalen Wirtschaft fokussieren, erst die Burg defensiv zu bauen und dann einfach zu Hause das Ganze zu fokussieren. Wie ihr seht, kann das auf jeden Fall funktionieren und das ist gegen eine Aggression gut, aber auf höherem Niveau sollte man das nicht so blind machen, weil man dann einfach zu weit hinterher ist. Wenn man jetzt einfach defensiv diese Burg bei sich zu Hause baut und der Gegner spielt zum Beispiel eine Reliquien-Eroberung, sag ich mal, also er möchte sofort alle Reliquien sich schnappen, dann ist man selber, abhängig davon, was die Spezialeinheit des Volkes ist, erstmal ein bisschen im Hintertreffen.
wenn der Gegner direkt auf Wirtschaft geht und gar nicht offensiv spielt und man die Burg dann defensiv gebaut hat, hat man auch so ein bisschen eine Burg verschwendet, die man dann in diesem Szenario besser hätte offensiv bauen sollen. Also es gibt da oft weitere Abschätzungen, aber auf diesem Niveau, auf dem wir uns befinden, ist das noch nicht so wichtig. Wenn euch das wirklich so große Probleme bereitet, gilt auch für die niedrigeren Elos als hier natürlich, ihr Probleme damit habt, auf Arena mit gegnerischen Burgen oder anderen offensiven Aktionen belangt zu werden, dann macht das, wenn ihr darauf Bock habt, halt diese defensive Burg, wie ich das jetzt hier gezeigt habe. Das wollte ich nur nochmal festhalten. So, Gegner ist losgelaufen, hat jetzt hier diesen Dorfmoder losgeschickt. Er hat insgesamt jetzt dadurch, hier können wir sehen, wie lange die Wirtschaft dadurch quasi inaktiv bleibt. Aber ja, es ist schwer zu quantifizieren tatsächlich. Also jetzt wirkt ist der Dorfmoder natürlich nicht untätig, weil er die ganze Zeit auf das Wildschwein schießt. Interessanter, dass er das hier sofort begriffen hat, dass er da einen Vorteil draus ziehen kann. Jetzt ist sein Dorfborn hier erstmal unsicher, was er tun soll. Und ich bin gespannt, ob er direkt hier hingelaufen ist. Sieht stark danach aus tatsächlich. Weil er direkt zum Stein rüber gekommen ist. Zum Zeitpunkt haben wir jetzt auch beide schon den Webstuhl gemacht. Das heißt, wir sollten eigentlich ab jetzt konstant gleich wieder Dorfbewohner haben. Bei ihm ist das Dorfzentrum ein bisschen länger inaktiv gewesen. Ich nehme an, das war ein Zeitpunkt einfach, an dem er jetzt gerade überlegen musste, was er eigentlich tun soll. Ich sehe aber, dass er zu Hause währenddessen ziemlich viel durcheinander gelaufen ist auch. Also die Dorfbewohner sind viel auf Holz gewesen. Er hat jetzt gerade die Dorfglocke geläutet, der hat ein schlechtes Holzverlager platziert. Das ist ein ganz schlechtes Angebot, er macht das auf keinen Fall. Ihr habt gesehen, diese Dorfbewohner laufen zurück, obwohl sie eigentlich arbeiten sollten, sie sind nicht in Gefahr. Er macht das gemacht, damit diese Dorfbewohner Nahrung abliefern. Das kann man auch mit Rechtsklick aufs Dorfzentrum oder mit Einquartieren, Ausquartieren, zurück an die Arbeit klicken machen. Das ist jetzt alles nicht so optimal gelaufen bei ihm. Naja. Er ist ein Dorfbewohner hinten jetzt, dadurch, dass er sein Dorfzentrum insgesamt 25 Sekunden schon nicht benutzt hat. Das ist ziemlich genau ein Dorfbewohner. Aber wir sehen, es hat ihm auch Multitasking technisch einiges abverlangt. Oh, jetzt kommt ja auch noch eine tote Kuh dazu. Also war eben viel durcheinander gelaufen. Währenddessen, das ist, also ich würde es auf gar keinen Fall einem Spieler auf seinem Niveau, oder ich würde es ihm vor allem im Speziellen nicht empfehlen, so eine Strategie, so ein Laning hier zu fahren. Das hat ihn offensichtlich zu sehr aus dem Konzept gebracht. Ich sage, konzentriert euch mehr auf euer Spiel, dass ihr es sauber durchgespielt kriegt. Das ist, das bringt euch als Spieler erstmal weiter und das gewinnt euch insgesamt auf lange Sicht auch mehr Spiele. Als wenn ihr so kleine Tricks versucht und euch damit selber noch zu weit aus dem Konzept bringt. Der hat jetzt schon sehr, sehr lange das Dorfzentrum hier inaktiv. Jetzt müsste jetzt zwei Dorfbewohner hinten sein, genau. Und es ist drei Dorfbewohner mittlerweile. Und ich habe nichts getan, dass er das für ihn quasi... Boah, das ist wirklich furchtbar, diese Angewohnheit. Also ich habe nichts getan, dass das bei ihm rechtfertigen würde, sage ich mal. Oder was das wirken sollte, dass so einen Effekt haben sollte auf ihn. Und jetzt baut er gerade seine Mühle erst. Also alles andere, was er hier so treibt, ist komplett durcheinander. Dafür, dass er so viele Spiele hat, also ist wirklich ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Der hat mehr Spiele gemacht als ich in meinem richtigen Account. Funktioniert hier einfach gar nichts. Das heißt, also gerade deshalb würde ich halt sagen, zumindest eine grobe Build-Order zu haben und vor allem auf diesem Niveau schon mal anzufangen, sich eine bisschen Ritterzeit zumindest drauf zu schaffen, dass man diese Sicherheit hat, dass man nicht einfach querbeet irgendeinen Unfug macht, der nicht funktioniert. Weil jetzt werden wir sehen, er hat überhaupt keine Nahrung. Deshalb braucht er so lange, um in die Ritterzeit zu kommen und dann mit seiner Burg fortzufahren. Also das war alles extrem ungeplant, sage ich mal. Also ich will nicht sagen, dass man nicht spielen darf, wenn man keine Build-Order hat. Das meine ich natürlich nicht. Ich sage nur, wenn ihr euch verbessern wollt, ist das gerade auf einem Niveau, wo man noch viele andere Fehler macht, eine super Sache, damit man sich ein bisschen weniger Gedanken über die anfängliche Strategie eben machen muss. Und jetzt bin ich eben schon komfortabel auf dem Weg in die Ritterzeit und er hat auch gerade erst wirklich angefangen, hier seine Nahrungswirtschaft aufzustellen. Das heißt, das ist nicht so gut gelaufen bei ihm. Und er ist auch dorfwohnertechnisch eben schon recht weit hinten, weil er sein Dorfzentrum so lange nicht benutzt hat. Ich wollte mal, jetzt wird erstmal lange Zeit nichts passieren, deshalb kann ich mich, glaube ich, mal kurz darauf konzentrieren. Mal ganz kurz erklären, was er da genau gemacht hat mit der Dorfglocke. Also, ich habe es schon in mehrfachen Videos gesagt, läutet niemals die Dorfglocke. Es gibt kein Szenario, in dem das zu rechtfertigen wäre. Läutet niemals die Dorfglocke. Es gibt keine Ausnahmen, ja. Wenn Dorfbewohner in Gefahr sind, sagen wir mal, also die Mauer sind jetzt nicht hier, wir gehen einfach vom Angriff auf die Bären aus, dann markiert man die Dorfbewohner, die auf den Bären sind, drückt den Hotkey oder auch einfach die Schalttaste für Einquartieren. Das regt mich mittlerweile fast auf. Dann klickt ihr aufs Dorfzentrum oder auf einen Turm, was auch immer in der Nähe ist, und laufen die Dorfbewohner dahin und sind in Sicherheit. Wenn dann die Angreifer hier zum Beispiel zum Holz laufen, dann ziehen wir die vom Holz zurück. Wir ziehen nur die Dorfbewohner zurück, die auch in Gefahr sind. Und sobald die Gefahr gebannt ist, klicken wir aufs Dorfzentrum und drücken auf den Hotkey für zurück zur Arbeit. Nicht ausquartieren, zurück zur Arbeit.
Oder eben auch eben die Taste für zurück zur Arbeit. Dann laufen die wieder dahin, wo sie gerade ihre letzten Ressourcen gesammelt haben. Das heißt, sie werden dann nicht dahin auskuratiert, wo gerade der Sammelpunkt ist. Das machen viele Leute auch so ein bisschen falsch. Was das Dorfglocke-Leuten bewirkt, ist, dass einfach die ganze Wirtschaft inaktiv wird und ihr verliert einfach massig Wirtschaft, obwohl der Gegner gar nicht überall angreift. Wenn der Gegner hier, überall Ritter rumstehen hat, habt ihr das Spiel eh verloren. Also wenn ihr glaubt, dass die ganze Wirtschaft inaktiv machen müssen, zu müssen, dann habt ihr das Spiel eigentlich schon verloren. Und wenn er nur hier angreift, dann ist es noch unsinniger. So, der Gegner hat es jetzt aber nicht mal gemacht, weil er in Gefahr war, sondern jetzt gemacht, damit seine Dorfbewohner, damit seine Dorfbewohner Rohstoffe abliefern. Und da ist es mit dem Einquartieren zurück zur Arbeit oder einfach Rechtsklick auf Dorfzentrum, Shift, zurück Rechtsklick auf die Ressource, auf der man gerade war, deutlich besser. Er hat unfassbar viele Ressourcen einfach komplett ins Nichts geschmissen hier. So. Wir sehen auch seine ganze. Also, er ist an drei Stellen zum Steinehacken, hat jetzt 20 Dorfbewohner Stein. Sehr interessant, dieser ganze Ansatz. Ach, der ist noch nicht in der Ritterzeit, jetzt sehe ich es auch gerade. Also, es ist wirklich komplett Kraut und Rüben, was wir hier sehen beim Gegner. Kann man auf dem Niveau, auf, hab ich auf dem Niveau auf jeden Fall schon besser gesehen. Und das haben wir auf dem niedrigen Niveau auch schon besser gesehen. Ich meine, wir haben auf unter 1000 Elo, auf 900 Bereich teilweise Leute mit wirklich starken Wildorbs gesehen. Da will ich jetzt auch nicht wieder alle über einen Kamm scheren. Sei jetzt fast schon genug, um auf die zweite Burg zu sparen, dahinterher. Wobei das ein Stück weit natürlich auch vorhat. Ich glaube, also sein Plan war natürlich hier mit der Burg einzudringen und dann eine weitere Burg hier drin zu bauen. Ach krass, ich mein Gott, dass so viel Hits bekommen hat. Das habe ich gar nicht so genau gesehen. Ja, aber ihr seht halt, dadurch ist sein Angriff eigentlich im Keim schon erstickt, ne? Also er hat jetzt hier nichts Großes, wo er was anrichten kann. Diese Burg bedroht dieses Gebiet eben nur minimal. Was er jetzt hier so eine Art präventive Mauer aus Häusern gebaut hat, das hat in dem Fall ein bisschen was bewirkt, weil der Gegner eben genau hier seine Burg gebaut hat. Aber das muss man auf dem Niveau auch noch nicht machen. Ihr könntet auch die Gebäude einfach irgendwie random irgendwo hinstellen. Das ist nicht unbedingt vonnöten, sag ich mal. Aber schauen wir jetzt gleich mal. Ich halte an, sobald er die Burg gebaut hat. So, Burg ist fertig. Seine Burg ist natürlich deutlich später auch als meine fertig gewesen. Ich bin fünf Dorfbewohner nach vorne. Drei Dorfzentren, die jetzt konstant Dorfbewohner pumpen werden. Er hat das ganze Spiel über kein weiteres gebaut, das wissen wir jetzt schon. Das heißt, seine Dorfbewohnerzahl wird sich nicht so rasant vergrößern. Wir wissen auch, wo das am Ende hingeführt hat. So, ich bleib mal weiter auf seiner Sicht. Wir wissen ja, was ich gespielt habe. So, was ist jetzt seine Idee? Warum macht er jetzt Ritter? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Eine Idee könnte sein, dass er dachte so, okay, ich öffne das jetzt hier mit Petarden halt. Das hat er, glaube ich, ja auch demnächst dann angefangen. Und dann laufe ich mit einem Ritter in die gegnerische Basis, um dort ein bisschen Stress zu machen. Ist aber von dem, also der Gedankengang ist nicht so clever, weil er halt weiß, ich habe eine Burg. Das heißt, er weiß auch, ich kann meine Spezialheit halt machen. Kataphrakten sind nicht besser als Ritter, aber wenn man die Dorfzentren dazu rechnet, die auch ein bisschen Pfeile verschießen und die Burg, die Pfeile verschießt, schaffen es auch Kataphrakten gegen so ein paar Ritter, vor allem gegen Wikinger-Ritter, die keine Zuchtauswahl bekommen. Schickt dann noch mehr Dorfbewohner von tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum er so unfassbar massiv auf Stein ist hier. Also man würde halt meinen, er würde. Also er kann jetzt noch mal zwei Burgen eigentlich bauen schon. Macht er aber nicht. Er wartet halt immer noch auf was anderes. Also. Ich glaube, da ist noch viel Optimierungsbedarf hier beim Gegner. Schauen wir jetzt mal, wie lange das hier noch vonstatten geht. Das hat er zwei Petarden. Man braucht nur zwei Petarden, um eine Mauer einzureißen. Er macht aber drei erstmal. Wobei, ich weiß nicht, wie das bei den Mauern von der Byzantiner ist. Die haben ja ein bisschen mehr Lebenspunkte. Vielleicht braucht man da tatsächlich drei. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bild aber noch einen aus. Jetzt, das sollte auf jeden Fall reichen. So, jetzt hat er die da. Erstmal, ja, zwei haben gereicht, wie ihr seht. So. Jetzt läuft er hier rein. Also sein Plan ist, er möchte einfach mit seinen ganzen Dorfbewohnern hier rein, eine zweite Burg bauen. Das ist einfach schon vom. Er hat das hier gesehen. Er wusste die ganze Zeit, dass diese Gebäude hier stehen. Und er weiß, dass diese Burg hier steht. Also eigentlich, er weiß, dass er hier, entweder muss er das alles runterprügeln, damit er hier reinlaufen kann, oder er muss eben außen rumlaufen und frisst dann Pfeile von der Burg. Ist beides nicht so gut. Das heißt, in jedem Fall weiß er, ich habe unfassbar viel Zeit darauf zu reagieren. Hier muss man auch so ein bisschen das Pathing, also wie die Einheiten ihr Ziel finden vom Spiel halt programmiert, quasi wird ankreiden. Ja, und dass er, also er ist so ein bisschen davon ausgegangen, vielleicht, dass ich überhaupt keine Militäreinheiten habe. Ich guck mal ganz kurz hier, er hat auch keine Upgrades gemacht, das heißt, wir sind, was das angeht, auf gleichem Level, wir haben da keinerlei Upgrades gemacht. So, jetzt baut er hier seine. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Kurz irgendwie da hochgezoomt. So, jetzt knatscht er hier seine Burg hin. Erstmal, Positionierung ist nicht unbedingt schlecht, er ist außer Reichweite der anderen Burg und er kann sich ungefähr denken, dass mein Dorfzentrum hier sein muss. Also, das ist nicht unbedingt falsch. Aber
Er weiß halt auch, dass ich konstant die Einheiten reinschicken kann, speziell. Und jetzt schreiben wir mir auf meine Sicht. Ich habe das, ich weiß, gucken wir mal, wie schnell ich darauf reagiert habe. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Aber erstmal habe ich versucht, noch die Kataphrakten hinterher zu schicken. Hat er dann gut gegengemauert, auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Kollege hat das hier die ganze Zeit offen gehalten. Okay, ich habe mich doch ein bisschen, habe mir doch ein bisschen Zeit dabei gelassen. Das ist aber auch grundsätzlich etwas. Also auch wenn der Gegner euch einen Turm hinklatscht und ihr, eine Burg hinklatscht und ihr habt nicht auf der Burg gespart oder sowas. Ein Turm ist deutlich günstiger als eine Burg und wird deutlich schneller gebaut. Was der Turm aber bewirkt, dadurch, dass er eben schneller gebaut ist als die Burg und er in der Nähe der Burg steht, ist, dass er auf die bauenden Dorfbewohner schießen kann. Die können sich einmauern, wie sie wollen, der Turm knallt die ab. Das heißt, wenn sowas passiert und ihr die Möglichkeit habt, also wenn der Gegner jetzt nicht irgendwie militärisch diese Einheiten noch, diese Dorfbewohner hier noch angreifen kann, oder der Gegner hat sich eben hier eine Burg hingestellt und ihr habt noch keine eigene Burg, könnt ihr auch einfach Dorfbewohner rausschicken oder halt Dorf, ihr könnt die Mauer löschen oder ihr stellt, wenn das jetzt wie hier gebaut ist, den Turm so ein bisschen da dran. Also der so Turm sollte auf jeden Fall die Dorfbewohner treffen können, natürlich. Und dann rusht den hoch. Also schön viele Dorfbewohner drauf schicken und dann 5 Dorfbewohner einquartieren. Bonus, wenn ihr noch Befiederung habt, natürlich. Zu dem Zeitpunkt des Spiels hat es für mich keinen Sinn gehabt, schon Befiederung erforscht zu haben, denn ich mache keine Fernkampfeinheiten und im Kampf der Burgen macht das jetzt auch nicht so riesig viel aus. Aber das würde halt in dem Fall auch nochmal zusätzlich helfen. Weil die Dorfbewohner haben nie im Leben genug Zeit, außer es sind halt wirklich extrem viele, so 20, sagen wir mal. Während sie unter Pfeilhagel sind, diese Burg fertig zu bauen. Vor allem, wenn ich hier noch Militärinheiten habe, die halt parallel auf diese Abmauerungsstückchen hier, diese Quick Walls, draufprügeln könnten. Also ich könnte ja auch noch einen Katafakt hier außenrum schicken, könnte einen auf diese Häuser hauen lassen, ich könnte einen hier reinschicken, was ich ja teilweise auch versuche. Aber grundsätzlich so, völlig unabhängig von diesem Spielverlauf hier, wenn der Gegner eine Burg baut, die nicht vom Militär gedeckt wird, der hält einfach einen Turm daneben und knallt und like forciert den richtig. Also richtig schön viele Dorfbewohner drauf, damit er auch wirklich schnell fertig wird und dann direkt 5 Dorfbewohner da reinquartieren, damit der möglichst viele Pfeile verschießt. So, er hat ja auch echt den Dorfbewohner dabei verloren. Er hatte hier nur noch diese 4 Stück, die allesamt ein bisschen angeschlagen sind. So, und jetzt seht ihr, der hat seine Dorfbewohner hier einfach sang- und klanglos. Da passiert gar nichts mehr. Jetzt hat er seinen ganzen Steinvorrat verkauft, um sich irgendwie halbwegs in die in dem Realzeit prügeln zu können. Ja, damit ist dieser Angriff abgewehrt. Und was hat er damit erreicht? Absolut überhaupt gar nichts. Also das Spiel ist mehr als vorbei zu diesem Zeitpunkt schon. Er hat erst viele Dorfbewohner verloren. 10 Stück tatsächlich nur. Achso, ja, er hat den Rest wahrscheinlich. Nee, hä, wo ist denn der Rest? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich hatte gedacht, er hätte mehr gehabt. Na gut. Das heißt, er hat aktuell so viel Wirtschaft wie ich zu Minute 12 oder so. Er hat bei mir überhaupt keinen Schaden angerichtet und man kann davon ausgehen, dass ich halt währenddessen zumindest irgendwas anderes gemacht habe. Und in meinem Fall habe ich halt 3 Dorfzentren gehabt und da die ganze Wirtschaft rausgeballert. Er hat auch nur ein Wirtschaftsupgrade gemacht, das hier bekommt er als Gegner umsonst. Also, es ist wirklich komplett durch das Spiel. Das Einzige, was er halt jetzt nur als Hauptfunktionär hier gesehen hat, ist zuerst in der Bereitschaft anzukommen, mit einem richtigen Bogen anzugreifen. Das ist auch der richtige Call. Also, jetzt hier zu versuchen, irgendwie mit Wirtschaft aufzuholen, ist komplett utopisch. Das braucht er gar nicht erst zu versuchen. Das hat er in der Hinsicht dann schon richtig gesehen. Jetzt bin ich noch gespannt, wann er denn eigentlich diese Waffenspieler noch hingesetzt hat. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. So, er ist auf dem Weg in Piraeus. Jetzt hat er alles mit dem Markt so ein bisschen geregelt. Ganz kurz gucken, ob ich das. Also, sieht aber gut aus, ja. Bin auch im Weg in Piraeus. Hätte ich, wie gesagt, als Byzantiner eigentlich früher machen können, aber ich habe jetzt einfach mal so getan, um das als quasi generische Situation zu simulieren, als wäre ich eben kein Volk mit so einer Art Bonus. Hab dann absichtlich erst spät in die Piraeus angefangen zu erforschen. Jetzt habe ich auch den Zeitpunkt verpasst, in dem er hier runtergelaufen ist, aber das hat ja auch überhaupt nichts gebracht, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Da kommt direkt mit dem Tribok raus. Obwohl, also ich glaube, so viel zu sagen und zu sehen gibt es jetzt in der Runde nicht mehr. Aber schauen wir jetzt mal, ob ich noch irgendwas Spannendes finde. Er macht
Bin ich das zweite Dorfbewohner tatsächlich. Vielleicht hat ihn das, hat er gedacht, ich hätte keine weiteren Kataphrakten mehr, obwohl er das eigentlich gesehen haben müsste. Ich glaube, er hatte aufgegeben, nachdem er versucht hat, wer ist denn der Typen noch? Wer sei kann hier reinzulaufen? Wahrscheinlich um den Tribok zu erwischen und die Dorfbewohner. Aber auch das, ich glaube, selbst ohne die Kataphrakte hätte er das nicht geschafft, weil die Burg ja daneben steht. Das war so der Moment, wo er sich gedacht hat, nee, das wird nichts mehr. Ja. Naja, da gab es dann doch nicht mehr so viel zu sehen tatsächlich. Aber ich glaube, das war doch eine interessante Partie, um genau diesen Ansatz, diesen präventiven, defensiven Ansatz mal durchzuexerzieren. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht. Ich konnte etwas draus lernen. Und ich verspreche, dass das nächste Video deutlich früher kommen wird, denn ich nehme einfach direkt noch eins auf. Ich werde die dann natürlich mit ein bisschen Abstand voneinander veröffentlichen, aber so lange Zeit wie mit diesem hier lasse ich mir auf keinen Fall, damit diese Reihe auch mal irgendwann zu einer Art Abschluss kommen kann. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dann. Macht's gut.